So, da haben wir es. Kurz geheilt. Alles fit. Ja, die Items habe ich jetzt nicht sortiert. Ich habe jetzt erstmal gerade noch meinen Hasis geguckt. Ist mir jetzt gerade, als ich die Aufnahme-Button geklickt habe, eingefallen, dass ich die Items nicht gefunden habe. Diese ganzen Elixier, die wir finden, und Äther, die sind ganz, ganz wichtig. Die werden wir später noch brauchen. Schutz wirkt leider nicht mehr. Dann fixen wir doch das Problem. Ich pack mal Superschutz nach oben, ey. Ganz ehrlich, ich pack Superschutz einfach nach oben. So, wo komme ich jetzt hier hin? Okay, hier will jemand kämpfen. Ein weiterer Ranger. Hier ist alles voller Ranger. Pokémon-Trainer für Freundschaften, indem sie gegeneinander kämpfen. Ja, wenn du das sagst, dann machen wir das doch. Ich habe eine Hutdatei. Jetzt werden einige denken, what the fuck, Mario, was sagst du? Hutdatei? Was denn mit einer Hutdatei? Eine Hutdatei ist eine Videodatei, die quasi nicht wirklich vom Windows erkannt wird. Und deswegen bekomme ich quasi keine Vorschau des Videos zu sehen. Und es ist deshalb eine Hutdatei, weil... Richtig! Meine Videodateien... weil meine Videodateien mit dem VLC Media Player abgespielt werden. Und deswegen ist es so eine Art Hut. Du Hut. Hut. Ja, wir schicken rein ein Pokémon mit Erdbeben. Wir haben die Wahl zwischen... unser Drago. Das ist aber schlecht, denn dieser Ampharos kann Eisstrahl. Und das wäre ungesund. Und wir haben die Wahl, dann noch Eila reinzuschicken. Das Problem ist, wenn ich wechsle... dann darf dieses Ampharos zuerst agieren. Und das wäre ungesund für Eila. So. Ebenfalls wäre es ungesund für Waterlove. Shinigami wäre wohl die beste Wahl. Ja, deswegen schicken wir Shinigami rein, weil er stallen kann. Es ist ein Ampharos mit Elektroattacken. Wir sind ein Elektro-Pokémon. Es macht Eisstrahl. Wir sind ein Eis-Pokémon. Was will es tun? Genau, nichts. Zack, macht kaum Schaden. Jetzt heißt es stallen. So, und wir haben ja noch etwas übrigens. Ich habe ja immer nur von Toxin und Edelsamen gelabert, aber wir haben ja hier noch das hier. Guck mal, Leute. Das haben wir auch noch am Start. Burn, baby, burn. Ampelleuchte. Okay, das war not bad. Das Dumme ist, dass dieses Ampharos die ganze Zeit mit dem Spezialangriff angreift und leider die Verbrennung nur den physischen Schaden reduziert, jedoch nicht die, nicht die Spezialangriff. Also es senkt nicht den Spezialangriff. Weshalb der volle Damage von Ampelleuchte durchkommt. Was mich ein bisschen ärgert, aber wir können dagegen halten. Und das Ampharos wird einfach ganz langsam verbrennen. Wie gesagt, ich könnte jetzt wechseln zu Erdbeben, aber beide Pokémon, die Erdbeben können, sind leider beide gegen Eis sehr, sehr anfällig. Auch das ist ein Problem. Das müsste ich eigentlich fixen. Hätte ich jetzt gewusst, dass sie den Trank einsetzt... hätte ich sie outplayen können? Guck mal, das ist Schaden pro Runde, ey. Boah. Also das ist auch noch eine Sache, die ich an Nintendo gerne mal. Nintendo, wenn ihr euch das schaut, ich bin ja der beste Nintendo-Let's Player der Welt. Bitte hier mal Feedback von mir nehmen. Mehrere Statusschwächen würde auch Fassade definitiv buffen. Mehrere multiple Statusveränderungen. Ich hoffe, ihr hört mich und ich hoffe, ihr findet die Idee geil. Ich würde es absolut feiern. Ampharos, was willst du tun? Was willst du tun? Ich heile mich jetzt auch, sie hat auch geheilt. Aber wir sind nicht so gemein, deswegen heilen wir uns nicht so stark wie sie. Wir sind Fair Player und deswegen würde ich sagen, benutzen wir nur einen Super-Trank, nicht wahr? Komm. Kein Top-Trank, wir sind ja Fair Play-Spieler. Deswegen machen wir das so. Habe ich gut gemacht, oder? Bin ich gut, Ranger? Ich bin nett, oder? Ich lasse Ihnen eine Chance. Seien Sie bitte nicht so grob zu mir. Das ist Damage. Es ist Damage im Haus. Jetzt, du verbrennst jetzt, oder? Oh, wenn die jetzt nicht verbrannt werden, dann... wenn meine ganze Ironie hätte, wäre nicht aufgegangen, weil ich dann nochmal hätte heilen müssen. So, Spezialangriff um 4 gestiegen. Ja, da muss mehr gehen. Da muss noch mehr gehen. Impigator. Wir könnten drinnen bleiben. Ich würde gerne die Level geben, aber ich muss zugeben, die Frage ist, überlebt Conno das? Impigator hat bestimmt Eis. Ich mach's mit Conno. Solarstrahl sollte reichen. Ich will gerade noch Conno die XP geben für das nächste Level ab, weil er das Glücksei noch hat. Und das würde ich gerne halt ausnutzen. So. Die Frage ist, reicht Solarstrahl? Wir sind schneller, das ist schon mal gut. Aber wenn das jetzt nicht reicht, selbe Level,
dann wird er mich wegeisen und ich bin nicht full life und jetzt bin ich tot. Kraftkoloss sogar. Ja, auch da bin ich tot, weil ich leider Gestein bin. RIP Chrono! Es tut mir leid, Baby, es tut mir leid! Oh, LOL! LOL! Tschüss! Du Noob! Alter, Chrono ist OP. Chrono ist unser Legendary. Chrono ist OP. Vergiss es, ihr könnt mit mir nicht argumentieren. Ne? Tschüss, geht nach Hause. Alter, Chrono ist einfach... Chrono ist the beast, the monster. You know? Es ist einfach... Chrono ist einfach unschlagbar OP. Fuck, ist das ein Monster. Ich liebe ihn. Dieser Starter, Alter. Hätte ich jetzt noch Glurak. Ich würde einfach mit Glurak und Chrono alles durchsweepen, Mann. Die beiden würden alles wegräumen. Holy shit. Ja, Bluebella? Bluebella. Nimm mal einen Vieländer von mir. Gibt's kostenlos heute im Angebot. Für 2,99 auf dem Supermarkt erhältlich. Im Supermarkt erhältlich. Greifen Sie zu, solange der Vorrat noch reicht. Sehr gut. Wow. Das war... Ja, diese ganzen Bären. Ich habe die letzten schon alle aus meinem Inventar rausgehauen. Jetzt wird mein ganzes Inventar schon wieder zugeballert. Mann! So, wir benutzen immer Tränke nach den Kämpfen. Ergibt ja Sinn, klar. Ich habe ja mein Team wieder. Und wir werden Kobalium jetzt nehmen, der auf Level 73 ist. Und Shinigami schon 75. Das ist schon geil so, wenn ich mir angucke, wo das Team hingeht von Level her. Im Moment. Es scheint echt so, als hätte dieses Training sich echt gelohnt. Freut mich halt. Also das ist halt das, was du sehen willst. Moment, ich muss umsortieren. Ich fail hier gerade ein bisschen. Ja, ihr hört das. Eiler. So, Glücksei von Chrono wegnehmen. Und Kobalium darf das jetzt haben. Und danach Eiler und... Weißt du was? Ich habe jetzt die Schnauze voll. Das liegt... Der Grund, warum ich immer switchen muss zwischen hier unten und hier oben, ist wegen dem fucking Münzamulett. So. Ganz kurz, Leute. Dauert nicht lange. Warte. Was mache ich denn hier? So, jetzt haben wir es. Ich habe jetzt einfach das Glücksei oben gehabt und habe einfach jetzt Superschutz direkt darunter gepackt, damit ich nicht immer komplett durchswitchen muss. Und jetzt habe ich es direkt nebeneinander. So, was gibt's hier? Toppeleber. Ja, die werden wir auf jeden Fall bei dem Champion brauchen, bin ich mir ziemlich sicher. Hier haben wir dich. Da ist tiefes Wasser. Schade. Und da kommt ein wildes Pokémon, das ein höheres Level hat als wir. 76. Das sind schon kranke Level, die haben, ne? Das ist schon krank. So, ich kann nicht mehr die XP von dem Guten mitnehmen, weil er mich einfach zerrippen würde. Der ist nämlich Wasserboden. Ah ja, ganz kurz. Gibt es eine gute TM für unseren Kobalium? Damit ich Ding weghauen kann. Lass mal gucken. Dampfwasser, Steinhagel. Kreuzschere geht halt, wie gesagt, bei Ding nicht. Ich guck nochmal nach, aber ich war mir sicher. Nee. Kobalium könnte es erlernen, der braucht das aber nicht. Was denn mit Matschbombe hier? Lichtkanone, was macht die denn? Entfesselt konzentrierten Lichtenergie, die Spezialverteidigung des Ziels senkt eventuell. Das ist gut. Stärke 100, Genauigkeit geht auf den Spezialangriff. Hat Kobalium einen guten Spezialangriff gehabt? Weil ist ja Stahl, er hat keine Stahlattacke. Ich gehe mal nachgucken. Tobi könnte es erlernen, lol. Der hat einen guten Spezialangriff. Kobalium hat einen Spezialangriff von... Sehe ich nicht. Ah. Ich mache es. Kobalium hat einen guten Spezialangriff, sonst hätte ich ihm keinen Fokusstoß gegeben. Ja. Ja, ja. Gut, dann haben wir jetzt wieder unsere Stahlattacke. Ich gucke jetzt nochmal nach. Kobalium. So, warte, jetzt seht ihr es auch. Achtung. Er hat einen Spezialangriff von 194 und einen Angriff von 199. Das heißt, der Unterschied da ist kaum der Rede wert. Bedeutet, dass Fokusstoß und Lichtkanonen sich lohnen. Nicht das Beste, aber sich lohnen. Und Nahkampf mit Schwerttanz ist komplett OP. Dann lassen wir das so. Und du, mein guter alter Mann, du willst kämpfen. Also kämpfen wir. Und ich mach dich kalt. Ich muss unbedingt Level 80 erreichen. Ich bin mir sicher, dass die nächste Arena Level 80 ist. Ich schwöre, 100 pro Level 80. Gold King. Schick rein. Stahl gegen Wasser ist, glaube ich, schusslos. Deswegen können wir direkt mal einen Nahkampf ausprobieren. Aber natürlich in Kombination mit Schwerttanz. Weil Schwerttanz einfach geil ist. Gerade wenn die Kämpfe länger gehen. Schwerttanz ist eigentlich echt so ein bisschen OP. Du machst zweimal Schwerttanz und One-Shot ist einfach alles, was kommt. Du musst halt nur so ein bisschen am Anfang überleben. Agilität. Gute Wahl. Gold King ist jetzt schnell. Genau, Gold King auch nochmal. Um das nochmal zu erwähnen. Ist Gold King auch eines der Problem-Pokémon bei... Pokémon Go. Und was ist das? Kobalium verwandelt sich zum Typ Wasser.
Lol, okay, aber das ist doch für ein Wasser-Pokémon. Okay, ich habe jetzt keinen Step mehr auf meine Kampfattacken. Not bad, aber... Aber trotzdem, das war nicht klug von dir. Vielender, das ist... Oh doch, es war gut. Stimmt, es war gut. Dadurch, dass ich jetzt mein Stahlelement verloren habe, hat Vielender normalen Schaden gemacht. Not bad, not bad. Vielender ist eine Attacke, die auf Gold gegen echt geil ist. So eine Überraschungsattacke, why not? Aber trotzdem bin ich kein Fan davon. Aquana, boah, macht nichts. Die wird weggeballert. Mit dem Nachkampf. Oh, wie süß. Schaut sich an, das Sprite. Oh, das ist ja zum Anbeißen, oder? Ja, ihr merkt, Nahkampf, ich habe gerade, glaube ich, keine Verteidigungswerte verloren, oder? Kann das sein? Also auch das wurde, ja, seht ihr, auch das wurde entfernt. Aber das Aquana, das überlebt nach zweimal Schwerttanz, also no joke, das ist mau. So, das ist nicht sehr effektiv, aber ich will mal die Animation sehen. Brats. Okay, ich will nie wieder die Animation von einer Attacke sehen, es sei denn, sie ist sehr effektiv. Lul, mach einfach mal null Schaden. Ich habe kaum AP. Lol, wer hat die Attacke ab? Ich sehe gerade, auch Kobalium hat kaum AP. Also Angriffspunkte. Weil ich halt nur diese ganzen OP-Attacken drin habe. Und dadurch habe ich halt von diesen Attacken, die ich halt häufig einsetzen kann, kaum was. Das ist a little bit a problem. Aber wir haben ja genug Ether und Elixier und alles am Start. Das sollte sich in der Pokémon-Liga, sollte das, das sollte gehen. Das, wir schaffen das, Leute, wir schaffen das. Believe. Ja, Kobalium hat es auch wieder schwer gehabt. Ihr seht, also so OP ist er gar nicht. Dass er alles wegsweept. Da haben wir schon ganz andere Pokémon im Team. Hust, hust, Chrono, hust, hust. Was? Könnt ihr mal aufhören zu husten? Ist ja schlimm mit euch, ey. Meine Fresse. Nächstes Mal, wenn jemand ins Mikro hustet, dann wisst ihr, was geschieht. Ja, ich bin gut gelaunt, deswegen quatsch voll den Müll. Aber das ist gut so. Müll quatschen, wenn man gut gelaunt ist, ist gut. Hier ist aber nichts mehr. Wir könnten jetzt raus. Ich wollte nochmal gucken, ob hier... Ich drehe um. Ich drehe um. Tschüss, ich drehe um. Ich gucke nie wieder, ob irgendwo noch was ist. Tschüss. War mein Fehler. Aber der Part ist so fast Ende. Ganz ehrlich, dann nehme ich dich nur mit. Dich nehme ich noch mit. Ich habe jetzt wirklich keine Angriffspunkte mehr. Das war es schon fast. Noch einmal Fokusstoß und dann nur noch Lichtkanone und Schwerttanz. Ja, RIP. RIP, Kobalium. Du brauchst irgendwie mal OP. AP. Angriffsplus, you know? Bots. Tschüss, Enteron. 3000, ich habe fast ein Level erreicht. Naja, Lichtkanone wird es noch besiedeln. Denke ich mal. I believe. Lichtkanone wird das schaffen. Oder hier vielleicht noch ein bisschen Pokémon. Nö. Keins mehr. Schutz wirkt leider nicht mehr. Das ändern wir. Denn wir wollen Schutz. So, und jetzt der Schutz direkt hier oben, genau. Perfekt. Dili. Was haben wir hier? Nichts? Willst du kämpfen? Tja, was soll ich schon sagen? Ich finde hin und wieder ein paar Brocken... Was? Brocken. Und verschenke sie dann an Leute. Da staunst du was? Das ist mein Leben. Einfach, aber zufriedenstellend. Heute Morgen habe ich eine... Einen was? Nassbrocken gefunden? Hier, das schenke ich dir. Nassbrocken? Was machst du mit den Nassbrocken? Lass doch deine Rotzebrocken bei dir. Was will ich damit? So, ich will jetzt Kobayo auf 74 hauen. Dann beenden wir die Folge und dann gehen wir in die Brücke. Über die Brücke. Ich bin gespannt, was da abgeht. So, ein Schluckspuck. Natürlich kommt da so ein Pokémon. Für die letzten XP. Für die letzte XP eines Level-Ups kommt so ein Pokémon. Ja, Dankeschön. Wie reagiert eigentlich Lichtkanone auf dich? Neutral. Und der Damage, der muss doch mal ein bisschen höher sein. Wir haben Step drauf, Angriff von 100. Das ist echt wenig. Wieso können wir es nicht one-shotten? Ja, wow, es ist Level 75. Das ist ein fucking unentwickeltes Schlupfbuck. Ich habe einen Step auf Lichtkanone. Es hat einen Angriff von 100. Mein Spezialangriff ist gut. One-shotte das Scheißvieh. Dankeschön. Also, er hat sich one-shotted, aber Dankeschön. Kobalium ist echt nicht stark. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Gut, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. 5 weitere Folgen, Folgen noch. Wortspiel. Ich bin so gut. Ja, und ihr seht, es geht voran jetzt aktuell. Wir sind jetzt nicht wieder ahead vom Level her, aber wir sind zumindest even und es ist spielbar und das ist wichtig. Deswegen bis morgen. Tschüss, Kowski und ja.